Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin, heute mit unserer Nummer 33, Marco. Okay, komm, grüß dich, Marco. Hi. Hallo, hi. Ja, brisantes FCS-Magazin, weil wir haben ja Homburg hinter uns, Elversberg vor uns. Homburg, woran hat es gelegen? Dass wir im Spiel zu viele Abschnitte hatten. Ich sag mal, die ersten 25 Minuten waren gut, danach bis zur Halbzeit waren schlecht, danach der Halbzeit auch schlecht rausgekommen. Deshalb diese Phasen im Spiel. Die du da gar nicht verschlafen darfst im Prinzip. Ja. Genau, und da haben wir uns an der eigenen Nase zu fassen, dass wir das Spiel dann nicht für uns entscheiden konnten. Und im Endeffekt haben dann Kleinigkeiten entschieden und an dem Tag waren es einfach nicht genug von uns. Ja, vielleicht jetzt auch nochmal daran gelegen, dass man die Dinge einfach nicht weggemacht hat. Ja. Karl hat die Chance, das leere Tor zu treffen, trifft die Latte. Mhm. Zehner verschießt einen Elfmeter. Ja, also, das kommt dann noch hinzu. Wie viel Bonus brauchst du noch für so ein Spiel? Irgendwie zu, ne, wie viele Chancen willst du haben? Ja. Und das sind ja 100% die Dinge eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir hatten auch wirklich auch Phasen im Spiel. Da lief es ja auch nicht so, wie wir das vorgestellt haben. Und deshalb hoffe ich, dass wir Samstag das komplett mal souveräner gestalten können. Dazu kam ja noch der abgefälschte Schuss, ja, der wahrscheinlich auch nicht reingeht, wenn der nicht irgendwie noch da dran das kommt. Das kommt leider alles zusammen. Aber war der Elfmeter einer? Ich weiß es nicht. War schwer, ne? Ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive kann ich das nicht mal beurteilen. Ich habe es dann auch im Fernsehen nicht nochmal angeschaut, weil das hat es gereicht dann. Also es war vielleicht ein Kontakt da. Okay. Man muss gucken, ja. Ist egal, war ja eh nicht drin. Jetzt kommt Elversberg. Da muss man es besser machen. Die haben nämlich 15 Punkte. Wenn die nämlich gewinnen gegen euch, dann sind sie noch einmal vorbeigezogen. Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte, am Sonntag zu verlieren, oder? Auf jeden Fall, aber da werden wir alles dran setzen, dass es nicht so ist. Weil ich denke, Elversberg hat in den letzten drei Spielen eine gute Reaktion gezeigt. Und wir sind jetzt in der Pflicht, Samstag auch für die Fans, aber vor allem auch für uns selber, alles rauszuhauen und zu zeigen, was wir überhaupt drauf haben. Ja, wir reden gleich weiter. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 2 mit Marco Kehl. Komm, es ist unsere Nummer 33. 7 Spiele hast du jetzt hinter dich gebracht. Von 11 ist das eine gute Quote. Kann man damit zufrieden sein oder will man da... Oder wenn wir mal immer spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt habe ich 7 Spiele von 11 gemacht. Ich will am liebsten alle Spiele gemacht haben, aber so ist es halt ab und zu im Fußball. Aber wie gesagt, es kommt nicht auf meine Spielminuten drauf an, sondern dass wir am Schluss der Saison erfolgreich sind. Ja, schweifen wir kurz mal ab. Hast du das Spiel Bayern gesehen gegen den Ajax? Habe ich, ja. Und schwächelt Bayern da schon? Ajax hat es aber auch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Richtig, da war Bayern vielleicht ein bisschen überrascht, dass Ajax wirklich so mutig gespielt hat. Früher Tor. Und dann am Schluss muss Bayern froh sein, dass Neuer noch den an die Latte lenkt. Ja. Ja, Bayern hat halt auch jetzt eine Phase, da läuft nicht alles so, wie sie sich das vorstellen, aber das ist Bayern München und ich denke, die werden aus der Situation wieder rauskommen. Aber Ajax, ein großes Kompliment, hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen. Ja, hat schon in der Bundesliga Spaß gemacht, hat dazu zu schauen. Das stimmt. Ja. Also, war schon ein schönes Spiel. Hat auch da Spaß gemacht, zuzuschauen, auf jeden Fall. Das frühe Tor habe ich gedacht, jetzt nimmt es einen Lauf. Ne? Also ja. 2, 3, 4, 5, 0, irgendwie, wie es immer dann kommt. Aber dann war noch so ein bisschen Schockspar und einmal haben die mitgespielt. Ja. Gut, man muss ja auch sagen, die können ja auch Fußball spielen. Das natürlich. So, dass da irgendwelche Leute aus der B-Klasse kicken. Nee, gar nichts. Vor allem auch eine junge, hungrige Mannschaft. Ajax wie immer eigentlich. Sehr viel talentierte Kicker und Ajax ist immer ein Aushängeschild. Ich will noch mal kurz zurückkommen auf das Elversberg-Spiel, weil das hat ja schon eine Brisanz. Letztes Jahr, oder die letzte Begegnung zu Hause, war ein bisschen unglücklich gelaufen. Man liegt relativ früh 1-0 zu hinten. Mhm. Du machst, glaube ich, noch den Ausgleich zum 1-1 dann. Genau, und danach hat Kevin 2-1 gemacht. Kevin macht, glaube ich, dann 2-1.
dann hat man Konterchancen en masse. Ja, und dann pfeift der Schiedsrichter kein Foul und kein Abseits und dann steht es halt 2-2. Aber es hat sich ja vorher angekündigt, genau, dass irgendwann jetzt klingelt. Wir hätten 3-1 nachlegen müssen, haben wir dann nicht gemacht und dann sind wir halt mit einem unglücklichen Unentschieden da raus aus dem Spiel. Aber das wollen wir schleunigst Samstag mal ändern, dass wir da mal 3 Punkte zu Hause lassen. Und über Ellersberg, da reden wir gleich weiter im FCS-Magazin Teil 3. Ja, wir sind zurück beim FCS-Magazin im dritten Teil und das mit unserer Nummer 33, das passt ja. Wir haben drüber gesprochen, Elversberg, letzte Begegnung war zu Hause ein bisschen unglücklich gelaufen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es gibt ein relativ frühes 1-0 gegen euch, dann hast du dich noch in einen Schuss reingeworfen, glaube ich, der 7-8 Meter vor der Kiste war. Also wenn der die Kiste trifft oder erreicht, dann steht schon 2-0 und nachher war es unglücklich mit dem 2-2. Aber Elversberg hat nach einem schlechten Start jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen die Kurve gekriegt, ist nochmal ins Fahrwasser reingeraten. Sollten wir jetzt gegen Elversberg verlieren, wovon wir vorher nicht ausgehen, ist die Meisterschaft dann abgehakt? Dem Gedanken spiele ich gar nicht, weil wir Samstag gewinnen werden. Mhm. Wir brauchen unbedingt die 3 Punkte und daran werden wir alles setzen. Mit so einem Gedanken wollen wir uns da gar nicht beschäftigen. Sind es aktuell nach dem Punktabzug 5 Punkte da? Also kommen noch 3, glaube ich, runter, ja? Nee, 8. 8 sind es aktuell. Aktuell 8? Mit den 3 Punkten. Die sind schon weg? Ja. Also, wie gesagt, Mannheim spielt im Moment ein bisschen in einer anderen Liga. Mhm. Und deshalb, aber wir müssen uns jetzt mal von Spiel zu Spiel. Wir schauen jetzt nicht auf Platz 1, sondern Samstag Spiel gewinnen und dann mal eine Serie starten und dann schauen wir mal. Ja. Dein Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Weißt du schon, wie es mit dir weitergeht? Nee, ich weiß noch nicht, wie es mit mir weitergeht, ehrlich gesagt. Wann verhandelt man sowas? Oder wann werden diese Verlängerungen gemacht? Boah, geht einmal die Tür auf, dann kommt mal einer, sagt mal, komm mal bitte mit. Oder? Wie gesagt, entweder kommt der Verein auf mich zu oder ich weiß nicht, wie es abläuft. Also wie gesagt, aber mit dem Gedanken, das ist noch relativ weit weg. Ich habe noch Vertrag bis Ende der Saison. Wir haben jetzt 11 Spieltage und wir haben, glaube ich, andere Probleme, als jetzt über meinen Vertrag zu reden. Unserer Situation. Über die anderen Probleme sprechen wir gleich im Teil 4 beim FCS-Magazin. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, wir sind beim 4. Teil beim FCS-Magazin angekommen mit Marco Gomez aus der Innenverteidigung. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, es gibt noch andere Probleme im FCS, das natürlich die schlechte Punkteanzahl mit 17 Stück aktuell. Wir haben sie eigentlich jedes Mal darüber. Ich will es auch nicht nochmal aufbacken, weil der alte Sturm ist weg. Der ist halt noch weg, der kommt nie wieder zurück. Ne? Aber sonst haben halt auch die mal aus der zweiten Reihe getroffen. Dann war es mal Bornostar, der getroffen hat. Was Holzi, der getroffen hat. Das fehlt so, diese Probleme ein bisschen. Ja, wie gesagt, das ist so offensiv ins Mittelfeld halt mal dann.
es ist so einfach zu sagen, dass die anderen zwei jetzt nicht mehr da sind. Das ist jetzt auch, es wurde schon zu oft angesprochen, das nervt mittlerweile. Mhm. Die haben Großes geleistet, aber wie gesagt, wir haben genug Jungs, die das auch können. Und wie gesagt, jeder muss einen Schub dazugeben, an seine Leistungsgrenze rankommen. Und wenn das nicht passiert, dann verlierst du halt Spiele. Und da hat jeder eine große Aufgabe, das zu bewältigen, an seine Leistungsgrenze zu gehen. Und dann, wie gesagt, bin ich felsenfest überzeugt, dass jeder Einzelne dann sie einstreut, beziehungsweise wir alle zusammen dann am Samstag. Ist es auch schwer, nachdem man die letzte Saison gespielt hat, Meister wurde, nicht im DFB-Pokal mitspielt, weil man sich vielleicht auf die Meisterschaft konzentriert hat oder auf die Entscheidungsspiele konzentriert hat, ist es dann auch schwer, sich dann nochmal zu motivieren und zu sagen, nächste Runde will ich das Gleiche nochmal erreichen? Wir sind halt schlecht in die Saison gestartet. Das letzte Jahr lief von Anfang an alles sehr gut. Auch manchmal ein bisschen glücklich, ne? Ja, aber das gehört halt dazu. Im Moment läuft halt auch vieles gegen uns, aber das machen wir nicht, das reden wir uns nicht schön. Also wir wissen ganz genau, dass wir so viele Punkte haben, wie wir uns auch leider verdient haben. Aber wie gesagt, wir müssen einfach mit der Situation umgehen können. Es läuft nicht im Moment, so wie wir uns das vorstellen. Jetzt müssen wir da alle zusammen raus. Ja, man muss jetzt wirklich sagen, die Fans sind ja noch echt ein großer Rückhalt. Ne? Es gibt, glaube ich, andere Clubs, da würden schon andere Plakate da hängen oder sowas. Das ist so, auf jeden Fall. Und deshalb wollen wir den Fans auch am Samstag einen Sieg schenken. Das wäre am einfachsten, dass wir wieder die Fans noch mehr hinter uns bekommen. Weil im Moment wurden die nicht so verwöhnt, sage ich mal. Und es ist auch wichtig, dass die hinter uns stehen und am besten natürlich mit einem Sieg und sonst. Das ist ein schöner Schlusssatz. Dann mal viel Glück, das braucht man vielleicht im Fußball auch mal, dass mal einer von der Latte reinspringt. Und dann sagen wir Tschüss beim SCS Magazin.